Wunderbar. Dann haben wir das doch. Ach, da waren noch mehr Quests, die wir offen hatten, ne? Noch mehr Quests, die irgendwie neu sind hier zum Beispiel. Oh, aber da können wir aber auch schnell reisen hin. Wenn man zu faul ist zu laufen, kann man auch innerhalb der Stadt schnell reisen. Von hier nach hier. Geht schneller, denke ich. Wo sind wir denn? Ah, da oben. Ja, das ist Geralt von Rivia. Jacket. Jacqueline. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinen Die ist ja richtig gierig. Genau der, im Süden mit all seinem Ruhm. Was habe ich nicht schon von dir gehört? Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von mir. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein. Durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Auch wenn man dabei stirbt. Doch, François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Wieso machst du das nicht? Wahre Liebe soll doch bewiesen sein. Ich schlage Damen in Not nur selten etwas ab. Noch seltener, wenn eine Belohnung im Spiel ist. Ach, natürlich. Du bist ja kein fahrender Ritter, sondern ein Gildenmann, ein Experte. Was verlangst du? Wir sind Profi. Fangen wir mal bei 370 an. Ja. Oh. Diesen Betrag kann okay. ich aufbringen. Gut. Dieser Grottore. Was weißt du noch über diesen Grottore, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Von Grotte. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten. Aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir her? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Ja, mach mal. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch... Die Frau im Hintergrund. Ah, okay, jetzt bewegt sie sich. Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. Okay. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich auch... Ja, das ist auch so eine Quest, wo ich denke, die machen wir direkt. Die gucken wir uns direkt mal an. Füße kalt wie Eis. Oh, 600 Meter weit entfernt. Das heißt, wir machen eine Schnellreise. Aber was wir auf jeden Fall auch vorher machen können, ist uns im Glossar nach dem Grottore angucken, umgucken. Drukonide wird es nicht sein, wahrscheinlich. Geister wird es auch nicht sein. Hybriden. Das könnte bei Hybriden könnte er sein. Nee. Insektoide wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Konstrukte, aber Nekrophage eigentlich auch nicht, weil der frisst ja Babys. Ogroide? Nein. Relikte? Da. Da haben wir ihn doch. So, okay, was ist gut gegen den? Bombe, Reliktöl und Igni. Okay. Haben wir uns da schon mal einigermaßen noch vorbereitet. Wir werden ihn wahrscheinlich trotzdem einfach wegsmashen. Ohne großartige Finesse. Ja, gut. Vom Palast aus, darunter.
Oder vom... Ich glaube... Ja, doch, müsste vom Palast eigentlich am nächsten sein. Ja. Auch wenn wir da, glaube ich, Schlangenlinien laufen müssen. Ich glaube, das geht trotzdem schnell. Also zumindest schneller als andere Sachen. Wir müssen auch noch ganz viele Sachen, also wir müssen noch das Picknick nachholen, wir müssen nochmal auf die, auf das Weingut, wir müssen nochmal, zu der Bank und nach Corvo Bianco auch wieder zurück, also das müssen wir auch irgendwann nochmal alles abklappern. Plätze, komm ran, wo ist er da? Ach, ich kann hier nicht mal sprinten, ne? Wahrscheinlich wäre es zeitlich doch schneller gewesen, wenn wir woanders lang gegangen wären. Kann ich jetzt sprinten? Nein, immer noch nicht. Ah, jetzt geht's, okay. Sehr gut. Gut. So, die Schlangenlinie hätten wir hinter uns. Ach, sind aber auch nur noch 100 Meter, also alles klar, das... Oh, da geht's steil runter. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Als wir Vivienne... geholfen haben. Ja, drüber. Ich meine, dass da wären wir auch hier hochgelaufen. So, wir suchen aber diesmal eine Höhle. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Und wir müssen gucken, wo François ist. Finde François. Oh! Das war glorreich. Meine Güte. Habe ich aber nicht kommen sehen, weil wir durch die Büsche gelaufen sind und auf einmal geht's runter. Hätte man natürlich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein können. Weil wir über den Hügel gelaufen sind und wir eine Höhle erwartet haben. Also man hätte es voraussehen können, aber naja, also ich fand schon, dass es sehr abrupt kam. Man müsste echt mal eine Strichliste machen, wie oft durch Fallschaden und wie oft durch andere Sachen. Obwohl wir jetzt durch Kämpfe auch ab und an mal gestorben sind. Naja. Aber der stirbt ja schon beim kleinsten Fall. Oh, der hat sogar noch vor der Meditation. Lästig. Müssen wir das auch nochmal machen. Aber ja, zum Glück nicht allzu weit weg, der Weg. So. Machen wir das Ganze nochmal. Erstmal können wir noch nicht sprinten. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber da hat einer im Hintergrund gerade gesagt, bei dem Gesicht... Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Bei dem Gesicht helfen keine Salben mehr, hat er gerade gesagt. Ich kann sagen, der Weg sieht irgendwie anders aus als beim letzten Mal. Und jetzt meint er, oh, ich muss vielleicht kacken. Also es ist schon sehr geil, was die Leute für Gesprächsthema haben. Themen. Für Gesprächsthemen. So. Ab hier konnte man nicht irgendwann sprinten. Ja, genau. So. So, da wären wir wieder. Plätze stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zige rum. Zick, zick. So. Ach, echt jetzt? Dann laufen wir den restlichen Weg. Wir wissen jetzt ja ungefähr auch, wo wir hin müssen. So laufen wir diesmal unten rum. Damit wir nicht nochmal fallen. Neue Markierung, Eingang. So, da sind wir. Guck mal. Meister, da drin lauert ein Monster. Ganz recht, ich weiß. Deswegen will ich ja... Leise, sonst hört es dich. Komm, ich habe mein Lager in der Nähe. Lass uns dort reden. Mhm. Ist das François? Ich tippe mal drauf. Wie nennt man dich? Und was wirst du im Wappen? Ravix von Vierhorn. Ravix von Vierhorn. Im Wappen trage ich eine Jungfer, die auf einem schreitenden Bären reitet. So, nachdem wir uns nun von Ritter zu Ritter vorgestellt haben, François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich.
Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich... Für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Hat Angst? Chicken. 2 Wochen lang? Cheep, 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 cheep. Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Vielleicht kann ich helfen. Ich stehe dir nicht im Weg, ist auch geil. Nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel, selbst getötet, taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Und für Geld. Hat sich sein Helmlein aufgezogen. Der hat auch einen sehr guten Laufweg. So, diesmal nehmen wir wirklich den Weg, damit wir nicht sterben. So, wir machen mal kurz einmal Quen. Und damit wir gleich Igni machen können. Da zieht er seine Waffe. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Seltsam. Keine Spur vom Grotto. Oh, der hat coole Pflanzen. Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Das bedauerlich. Aber was wir dann machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Eine Fliege voller Kinderschuhe. Das ist ein ganz komischer Sound, der hier. Also, der Soundtrack ist echt komisch. Ah, da war, glaube ich, noch was. Ja. Noch ein kleiner Fehler. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Grimmskrams Werkzeug. Das muss Otto bei seinen Opfern abgenommen haben. Jetzt geht's. Okay, der Sound ist echt super komisch. Jetzt müssen wir den nochmal lesen. Was war das nochmal? Relikt, ne? Alles erstmal zumachen. Da. Grottore. Hatten wir doch schon gelesen. Und es hat sich, glaube ich, auch nichts. Relikt in Öl. Ja, können wir eigentlich mal gucken, ob wir das nicht herstellen wollen. Keine Absude, sondern Öle. Reliktöl können wir nicht. Können wir nicht herstellen. Fehlt uns Mistelzweig zu. Okay. Ja, und wir müssen. Das habe ich mir nämlich auch schon fast gedacht, dass wir das machen müssen. Wo sind die jetzt? Die. Hier. Hier. Wir müssen die mit Igni in Brand setzen. Ja, hat nicht geklappt. Ach, die Pflanzen! Die Pflanzen. Findet er bestimmt nicht süß. Bestimmt nicht gut, wenn wir das machen. Noch mehr Pflanzen. Da haben wir. Da haben wir irgendwas nicht erwischt? Doch, okay, haben wir uns nicht. So. So, den haben wir eben schon mal besiegt. Also, das sollte kein Problem sein. Ah, scheiße. Wo ist er? Da. Wo ist denn François? Ah doch, Igni hat doch getroffen. Boah, der kriegt aber ordentlich Schaden. Wo ist er hin? Oh, der beschwört auch diese Minen-Dinger. Ach nee, der hat eine Arsche Spore dabei einfach. Ah, und weg ist er. Wo ist er hin? Da. Ah, der beschwört die. Ist noch so ein Vieh. Ach, und wenn wir der Schaden machen, machen wir ihm auch Schaden. Oh, ich glaube, wir. Igni hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir steigen doch, glaube ich, lieber auf Quen um.
Oh. Da hat man einmal kurz nicht aufgepasst. Und schon sind wir tot. Okay, ist mir ein bisschen peinlich, wie oft ich in letzter Zeit sterbe. Deswegen passen wir jetzt mal ein bisschen besser auf. Fangen auch am besten direkt mit Quen an, weil das Igni hat, glaube ich, echt nicht viel gebracht. Das ist zwar wahrscheinlich effektiv gegen ihn, aber ist, glaube ich, nicht so effektiv, wie wenn wir überleben. Ja, traurig das Ganze. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war nicht sehr gut gespielt, weil ich gar nicht gesehen habe, was da in der Ecke abging. Und ich glaube, es war der Grottore plus eine Aschespore, die da beide auf uns reingeballert haben. Und ja, das war nicht sehr gesund für uns. Aber ich denke, der letzte Kontrollpunkt muss eigentlich direkt am Anfang des Kampfes gewesen sein. Also ja. Ups. Gut, das sparen wir uns. Steigen auf Quen um. Und ballern den mal los. So. Oh. Okay, so, den Arschespor sind wir los. Hier ist der Grottore. Aha, diesmal, jetzt macht er schnelle Angriffe. Die, nicht schnelle, sondern langsame Angriffe. Hat er jetzt gerade gemacht. Eben wollte er die ja nicht tun. Wo ist er? Da. Jetzt sind sie wieder auf einer. Ah, wir sind wieder in genau der gleichen Ecke. Wir haben also nicht gelernt anscheinend. Okay. So, wo ist er? Wo ist er? Das? Ja. Das war's? Sieht so aus. Ja. Das war's. Oh, wir brennen. Wir sind durch die brennenden Blumen gelaufen. Ich dachte, er will das Haupt machen. Okay, wir haben jetzt anscheinend. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wo liegt er denn? Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht. Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also... Die Hässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie. Too bad. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Tapferer. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend als Ausdruck der Liebe, die ich für meine... Ernsthaft? Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie... Ist das dein Ernst? Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrein zerren. Halt die Klappe und hör zu. Waffen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit. Gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt. Naja, es ging ihm noch gut.
sollte nach Hause zurückkehren. Ich habe gar nicht bemerkt, dass der im Kampf mit dabei war. So viel Hilfe war der. So, wir wollten hier noch ein bisschen looten. So, das sind die arsche Sporen, die wir erlegt haben. Nein, nicht ins Feuer laufen, Junge. Aha, da haben wir noch ein Relikt. Das ist ein bisschen was wert sein könnte. Okay, und eine Zaunrübe. Okay. Ah, wir können auch mal gucken, was hier noch drin ist. Ob hier noch irgendwas ist. Ja. Das sieht doch aus, als ist da noch was. Goldklumpen. Hm. Alles klar. Und Blutmoos, aber das war's auch, glaube ich. Ja. Gut. Dann mal raus hier. Ja, fand ich auch cool. Das war auch eine gute Abwechslung. Mal zu den zu den langweiligen Sachen und zu, naja, langweilig waren sie nicht, aber zu den vielen Gesprächen. Nicht so schnell. Vielleicht ein bisschen langatmig, das passt vielleicht.